Guten Tag, ich bin Osman Engin und das ist mein berühmter Ford Transit. Ich schreibe satirische Kurzgeschichten und Romane. Während der Corona-Pandemie hatte ich natürlich sehr viel Zeit dazu. Inzwischen habe ich über 60 Corona-Geschichten geschrieben, für die ich jetzt einen Verlag suche. Zwei von diesen Geschichten werde ich jetzt lesen. Seit einem Monat muss bei uns die ganze Familie pünktlich um 9 Uhr zum Morgenappell antreten. Guten Morgen, Leute, wie geht es euch? Begrüße ich Sie, alle noch im Pyjama. Liebe Familie, hat jemand von euch in den letzten 24 Stunden Fieber bekommen? Nein, Vater. Nein, Papa. Nein, Osman. Hat jemand Halsschmerzen? Muss jemand husten? Nein, Vater. Nein, Papa. Nein, Osman. Zeigt mal eure Zungen. Bäh. Super. Bitte unbedingt weiterhin die Corona-Kontaktbeschränkungen und die Hygienemaßnahmen einhalten. Wegtreten. Klar, es kann den Anschein haben, als wenn es bei uns in der Familie ziemlich autoritär zugeht. Aber wo selbst die Bundesregierung Tag für Tag mit Tausenden von Verboten daherkommt, da ist es nicht verwunderlich, dass ein besorgter Vater von seinen Liebsten etwas mehr Disziplin verlangen muss. Ich selbst als gutes Vorbild stehe jeden Tag pünktlich um 6.45 Uhr auf, checke meinen Körper ab, ob er immer noch in dem tadellosen Zustand ist, wie ich ihn gestern Nacht ins Bett gelegt habe. Ich freue mich, dass ich schon immer ein Hypochonder war und nicht wie die ganze Bevölkerung erst in den letzten Wochen einer geworden bin. Das hätte mich nämlich noch zusätzlich gestresst. Stress ist gar nicht gut bei einer Pandemie. Er schwächt nämlich das Immunsystem enorm. Nachdem ich die Familie routinemäßig gescheckt habe, stelle ich meine kleine Tochter Hatice als inoffizielle Mitarbeiterin für 1 Euro pro Tag ein, um die Einhaltung der Corona-Regeln ordentlich zu überwachen. Sie bekommt den Spitznamen IM-Virus. Über einen kleinen Minisender werde ich den ganzen Tag über das Corona-Geschehen bei uns zu Hause live informiert. Papa, Mehmet redet gerade im Treppenhaus mit Herrn Sievers, 2 Meter Abstand. Herr Sievers mit Mundschutz, Mehmet bohrt in der Nase. Mama wäscht sich nach dem Einkaufen die Hände, exakt 23 Sekunden. Hat sich aber vor dem Waschen 2-mal grob fahrlässig ins Gesicht gefasst. Diese 1 Euro ist die beste Investition, die ich zur Eindämmung der Corona-Pandemie getätigt habe. Abends im Badezimmer höre ich hinter dem Duschvorhang ein leises Murmeln. Mama, Papa wäscht sich die Hände nur 10 Sekunden. Vorher hat er im Stehen gepinkelt. Hatice, ich meine IM-Virus. Ich bezahle dir so viel Geld, damit du für mich schnüffelst. Es tut mir leid, Papa. Ich bin übergelaufen. Mama bezahlt das Doppelte. Jetzt die zweite Geschichte. Nun also doch der Corona-Super-GAU. Das Schlimmste, was passieren kann. Das blöde Corona hat meine Frau Emine Hanım erwischt. Naja, sagen wir mal das Zweitschlimmste. Das Schlimmste wäre, wenn es mich erwischt hätte. Önce Can, sonra Canan. Emine Hanım blieb 2 Tage im Krankenhaus und ist jetzt in der häuslichen Quarantäne. Meinen Eilantrag, sie solle bis zur völligen Genesung dort bleiben, hat die Krankenhausverwaltung abgelehnt, beziehungsweise sie haben darauf nicht mal geantwortet. Jetzt hockt Emine Hanım seit Tagen völlig isoliert in unserem Schlafzimmer und schaut von morgens bis abends Fernsehen. Und ich sterbe hier 1000 Tode, dass sie mich ansteckt. Damit sie schnell gesund wird, koche ich für sie die gesündesten Sachen und stelle sie 3-mal täglich vor ihre Tür. Ich wünsche mir sehnlichst mein Fließband in Halle 4 zurück. Die Kinder muss ich ja nebenbei auch versorgen. Einkaufen, kochen, waschen, putzen. Während Emine Hanım den ganzen Tag den Netflix rauf und runter guckt. Nach 2 Wochen rufe ich ihr zu. Emine Hanım, du kannst rauskommen. Du hast es sicherlich überstanden. Nein, Osman, auf keinen Fall. Ich will dich nicht anstecken. Heute möchte ich zum Abendessen mit Vollkornreis gefüllte Paprika und Aubergine und gegrillte Köfte mit Kartoffeln in Tomatensauce.
und nicht so fettig bitte. Es soll mir schmecken und nicht dem Corona. Kurz darauf ruft ihre Mutter an und sagt, dass Emine Hanım ihren Pulli bei ihr vergessen habe, als sie vor 2 Wochen da war. Ich fasse es nicht. Emine Hanım war genau die 2 Tage bei ihrer Mutter, von denen sie behauptet hatte, dass sie angeblich todkrank im Krankenhaus lag. Emine Hanım, ich habe eine super Nachricht für dich. Dein Arzt aus dem Krankenhaus hat eben angerufen. Er sagt, du bist jetzt gesund. Das kann nicht sein, sagt sie völlig zu Recht, weil sie gar nicht im Krankenhaus war. Ich habe auch eine schlechte Nachricht für dich. Du hast mich angesteckt. Ich habe schreckliche Halsschmerzen und Husten. Das kann auch nicht sein, brüllt sie wieder völlig zu Recht, weil sie selber kein Corona hat. Warum nicht, frage ich. Weil ich gut isoliert bin, stottert sie. Sie weiß, dass sie mich nicht angesteckt hat. Ich weiß, dass sie nicht krank war. Emine Hanım, auf jeden Fall muss ich auch in die Quarantäne, rufe ich. Osman, wir können uns ja abwechseln, schlägt sie vor. Einen Tag gehst du in die Quarantäne, einen Tag ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.